Segen in euren Sonntag. Gott ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Überall sehen wir jetzt Sonnenblumen. Sie öffnen sich dem Licht. Auf den Feldern strahlen sie uns noch entgegen. Und sie sind für mich eine Einladung zu überlegen, woher ich mein Licht bekomme. Meine Sonnenblume, die ich in mein Haus holen durfte, hat mir eine Antwort gebracht. Denn hinter der großen Sonnenblume befindet sich noch eine kleine. Für mich ein wunderschönes Bild, wie es mit Gott und uns Menschen ist. Er steht hinter mir mit seinem Licht, damit ich strahlen kann. Und dann kann ich mich öffnen für all die Schönheiten in meinem Leben. Segen in euren Sonntag. Gott ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten?